Ja, wir kommen hier gut vorwärts. Also wir machen riesen Fortschritte. Es ist zwar alles viel chaotischer, als es bei mir in der Welt war. Also hier steht jetzt wirklich alles komplett chaotisch in der Gegend rum. Aber dafür kommen wir um einiges schneller voran, als ich es jemals gekommen bin. Jo. Ah, super, Leute, das ist genial, genital. Es war fertig. Weißt du, wenn man nach Italien fährt, kann man auch sagen, ich fahre gen Italien. Ich fahre gerne. Leute, ich habe mein Bierchen wieder hier und schenke mir jetzt mein Bierchen in meinen Krug. Das ist kein richtiger Krug, das ist von einem Ritterfest. Aha, ja, die Dinger liebe Schein. ich. Die sind so cool als Porzellan, ne? Ja, Urcool. ja. Da schenke ich mir erst mein Gösser ein, Leute. Ich mache Werbung. Nein, ich werde nicht bezahlt, Leute. Auch was hätte ich gerne mal endlich ein Gösser. Ich muss da irgendwo finden hier in Hamburg. Hier gibt es irgendwo so einen Laden, der heißt 1000 Biere. Da muss ich mal hin. Der wird das wahrscheinlich Ah, haben. habt ihr das gehört? Ah, das Glück, 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 Glück. Ich hab's nicht gehört. So, lieber Horst, ich bin am Start und ich mache Kacke. Kacke, die Kacke ist am Dampfen, Leute. So, übrigens, warum hat mir keiner gesagt, dass oben beim Kupfer die Energie aus ist? Habe ich gar nicht gemerkt. Dabei leuchtet das da oben so rot. Das muss ich auch gleich mal mit husten. So. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich werde die letzte Stunde jetzt machen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, denn. Weil, na, nö, weil ich habe morgen Bandprobe und das wird so stressig. Nee, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ja, schauen wir mal, wie es geht. Schauen wir mal, wie es geht. Also ich habe auch noch höchstens auf der Facecam 1,5 Stunden frei und möchte keine zweite Karte reinlegen, also insofern. Ja, so Leute, wir bauen, würde ich Bauen. sagen, trotzdem noch einen Biomassengenerator. Das ist mir jetzt egal. Habe ich eigentlich in meinem Inventar noch Brennholz? Nö. Ich habe nur dieses normale Holz. Ich will aber dieses. Ja, dann gehe ich rüber mal zum lieben Honk seine Konstrukt. Ja. Da ist aber auch nur noch wenig drin, weil ich da schon eben reichlich geräubert habe. Ah, So. okay. Ja, nö, das ist in Ordnung, das geht sich aus. Jetzt ja, ja. Ich möchte, dass wir heute noch mit dem Auto durch die Gegend fahren. Jawohl. Und zwar jeder kriegt eins. Jeder kriegt sein Ja. Auto. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht rammen, weil die Autos haben einen speziellen Bug. Wenn du mit einem Auto auf ein anderes triffst, fliegen beide Autos hoch in die Luft und buggen Ja. sich oben durch die Luft. Das ist ganz komisch. Ah, na geh. Aber wir werden uns jetzt mal Autos holen. So, ich will So, das. und ich werde mir erst einen Biomassengenerator machen. Genau. Wände kann man auch schon bauen. Das ist cool, das möchte ich machen. Ja, das. Was ist ein Gel-Landepad? Das ist, wenn du diese Sprungpads machst, damit du Ah. weicher landest. Also sonst knallst du nämlich voll auf den Boden. Mit den Sprungpads muss man nämlich sehr aufpassen. Da ist Schwerkraft und so. So, ich muss jetzt mal reichlich Rollatoren bauen. Alter, ich habe so gar keinen Bock darauf. 100 Stück. Als ich vorhin 50 gebaut habe, bin ich schon fast dran verreckt. So. Du Leute, Bröstchen, ich genieße mein Bierchen. Bierchen. Mein Okay. erstes für heute. Ja. Und das ist gut. Prost, sage ich dazu nur. Ach ja, das wird jetzt dauern, 100 Rotoren fertigzustellen. Alter Schwede. Biomassengenerator, ist ja egal, was habe ich da nicht? Draht und Eisenplatten. Weißt du was? Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt So, wie schaut's einfach. aus? Es wird gut produziert bei mir. Ich habe eine Idee. Ich hopp AAD, AAD, AAD. Ade, ade, ade. So, dann kommt mal her. Ich mach mal jetzt eine Kiste hier Eisenbahnen. hin. Eisenbahn. Eisenbahn. Ich fahre mit der Eisenbahn. Mit der Eisenbahn. Eisenbahn. 100.000. Eisenplatten. Habe ich ja da drin, die Eisenplatten. Was mache ich hier? Ich Horst. Ja,
Das ist dein Name, ja? Der Name ist Programm. Das brauche ich Draht, Leute. Ja, und ich habe gerade Scheiß gebaut. Deshalb hole ich mir erst was. Ich finde das Spiel so genial, Leute. Ja, ist es. Ist es, da kann man. Ich habe gerade so ein Schoss gebaut. Echt. So ein Schoss. So ein Schoss. So. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass das irgendwie anschlägt. Oh, das sieht sogar ziemlich gut aus. Ein Hin und Her schon wieder. Und rein und raus. Und vor und zurück. Und raus, genau. Vor und zurück. Und vor und zurück. Das ist das Spiel des Lebens, ja. Das ist das Spiel. So, ich werde mal hier. Ich werde mal da die Schraube. Halt mal. So. Also, was brauche ich eigentlich für Draht? Für Draht brauche ich Kupferbahn. Für Kupferbahn brauche ich Kupfererz. Leute, ich habe das Falsche genommen. Ich habe Beton genommen, ich weiß. Tja, ich betone, du hast Beton genommen. Okay. Leute, das ist schlecht, was ich da tue. Hattest du hier unten nicht eine Werkstatt oder Werkbank? Ja, schon, aber ich habe kein Kupfer. Hast du hier unten eine Werkbank? Ja. Habe ich ja. Ja, ich guck mal. Ah ja, da. Ich sehe schon. Ich werde die mir mal kurz schnappen, weil ich brauche Schrauben. Aber sowas von. So, wo ist ein Kupfer? Also da oben, ja. So, dann. Ich bediene mich an dem Kupfervorkommen. Ja. Ich habe schon wieder meine Perücke nicht oben, Leute. Ja, das ist so. Das kann schon mal passieren. Unglaublich, wo hab ich mein Hirn? Bist du dir sicher, dass du eins hast? So, ich bin gleich wieder da. So, Ich höre jetzt nichts mehr, ich habe meine Ohrstöpsel nicht drin. Ja. Oh ja. Oh, die Haare hängen mir ins Gesicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon brauche. Es wird auf jeden Fall eine Menge sein. Deswegen werde ich einfach mal 500 Schrauben fabrizieren. Honk, 500 halt ein. Schrauben? Honk, ja. Halt ein! Ja, nö, ich habe jetzt schon den Konstruktor, mit dem ich, der Fabrikator, mit dem ich vor kurzem noch die intelligenten Beschichtungen gemacht habe, den habe ich jetzt auf Rollatoren umgestellt. Und da schmeiße ich jetzt einfach nur Schrauben und Rohre rein. Das ist nicht besonders effizient, was ich hier mache, aber das ist ja, naja. So, Draht habe ich aber jetzt genug, Leute. Ja? Ja. Hast du genug Draht? Ich hab ein Draht zu der ganzen Sache. Ich hab genau gewusst, dass du das sagen würdest. Also, so war es zumindest. Ah, Gott. Da hörst du. Unverbesserlich. Hui. So. Ich habe 500 Schrauben. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ah, ist das lustig hier. Horstis Fabrik raucht hier vor sich hin. Ja, cool, oder? Ja. Das ist schon, das hat schon Qualität, ja. So. Jetzt ist das Schoss hier. So, was habe ich da mal? So, wie viele Rotoren haben wir denn? Wo gehen wir da? Vier. Vier Rotoren. Vier hat er gesagt. Fünf. Alter, ich sterb hier gerade, weil das Teil ist, das wird so unglaublich lange dauern. Was brauche ich da? Beton. Noch Beton. Ja, ich hätte mir das Beton behalten sollen, Leute. Horsti, naja, wie sagt man so schön, was man nicht da oben im Köpfchen hat, hat man in den Füßen. Ja. So ist das, exakt so. So, 25 Schrauben. Beton raus. Das heißt, wir bräuchten. Ich bräuchte eigentlich 2500 Schrauben. Was? Ja, 2500 Schrauben brauche ich eigentlich. Meine Schraubenproduktion geht bald an den Start. Ja, das wird arg nötig sein, ja.
Also eigentlich brauchen wir am wichtigsten brauchen wir eigentlich die Schraubenproduktion. Das war auch das, was ich das letzte Mal, als ich alleine gespielt habe, da unten an genau der Ecke gemacht habe, wo du jetzt baust. Da war eigentlich ein riesengroßes Silo, genauso ein Silo, wie ich hier für die Biomasse hatte, hatte ich dann nur für Schrauben. Weil die Schrauben echt immer weg waren und das ist jetzt genauso. Okay. Kabel brauche ich. Ah, da kann ich viel Kabel herstellen, Leute. So, ich baue jetzt einfach mal die ganzen Schrauben hier in... Pröstchen. Ich baue jetzt einfach mal die ganzen Eisenstangen hier in Schrauben um und hoffe, dass das Publikum, das geneigte Publikum, das leicht zur Seite geneigte Publikum mir das verzeiht. Aber natürlich. Alter Schwede, ja. Und wenn ich daran denke, dass wir auch noch modulare Rahmen brauchen, also die modularen Rahmennudeln, dann wird mir ganz schlecht. Ich werde gleich erstmal auf Expedition gehen, um einen Speckpilz zu suchen. Einen Speckpilz? Ja, den brauchen wir unbedingt für die Erforschung weiterer Nahrungsmittelergänzungen. Denn wir wollen ja auch langsam mal die Inhalatoren haben, die die ganze Gesundheit mit einem Pfff aufheilen. Das wollen wir ja haben, denke ich mal. Und hierfür braucht es einen Speckpilz. Also mindestens einen. Und ich weiß, wo welche sind. Allerdings ist es da scheiße gefährlich. Das ist ganz in der Nähe, wo ich das letzte Mal zum ersten Mal einen Lastwagen in eine Schlucht gefahren habe. Das war der lustigste Stunt, den ich jemals in Satisfactory gemacht habe. Ich komme so einen Berg runter, ne, und denke und sag so, ich habe keine Bremse, Leute, ich habe keine Bremse. Und dann ich so, oh, so nach dem Motto, das geht sich aus, ne? Ja, das geht sich aus. Wirklich so, schwupp mit Anlauf, so wie du in die Lava dem Schaf hinterher gesprungen bist, weißt du? Ja. So bin ich mit dem Lastwagen dann mal eben in die unendlichen Tiefen gefahren. Und das Lustige, das gar nicht so Lustige daran war, dass ganz in der Nähe ein feindliches Wesen war. Solange ich auf dem Lastwagen saß, natürlich kein Problem. Solange hat das nicht angegriffen, ne? Aber dann musste ich zu Fuß dorthin. Und meine Kiste wiederholen. Ich habe mir dann doch noch einen Lastwagen, einen anderen gebaut und bin dann hingefahren und habe mich hinter dem Lastwagen versteckt, als das Viech angekommen ist. Also, ja. Ja, Wahnsinn. So, also du glaubst gar nicht, wie groß diese Welt hier ist und was man hier alles finden kann. Du denkst vielleicht so, ach, das geht ein bisschen so nach da hinten. Und wie viele Biome es hier gibt, wie viele verschiedene Gegenden, die einfach nur erstaunlich aussehen. Du wirst dich noch wundern. Also wenn wir mit den Autos durch die Gegend fahren und du das Auto nicht gleich in die Schlucht fährst, dann wirst du einiges entdecken können. Das ist cool, ja. So, Leute, so. Es hängt alles! Es hängt alles? Es hängt alles schlaff runter. Ach, Alter. Oh, Alter. Nee, ne? Ich weiß echt jetzt. Nö. Nicht wirklich. Ich würde mal sagen, wir legen los. Mit ganz großen Schritten. Und Erwin fasst da ein. Biomassgenerator. Hä? Nicht abschalten, einschalten, Leute. Was zum Geier tut er da gerade? Untätig, warum ist der untätig? Warum ist der Kasten untätig? Was ist hier los? Hä? Habe ich da kein Brennmaterial drin? Na doch. Ist mein Biomassegenerator ausgefallen? Ja, jetzt bringt er was. Ach so, jetzt tut er was. Ach, ja. Wir haben die gleichen Probleme, glaube ich, irgendwie. So, 26 von den 100 Rollatoren sind fertig. Alles klar. Mühsam nährt sich das Einhörnchen. So. Ich gehe mich dann mal umbringen lassen. Nee, Honk, halt ein! Warum tut sich da nichts? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du irgendwo kein Rezept eingestellt. Das ist meistens das Problem, dass man kein Rezept eingestellt hat, dass man kein Stromkabel gelegt hat, dass man... Ah, das schon voll ist. Was schon? Ach so, ja. So, ach was. So. Schmelzofen. Da mache ich Eisenbarren. Jetzt geht die Produktion weiter. Dann mache ich hier...
Schrauben. Alter, was mache ich hier? Ich laufe hier einfach so in die Gegend rein. Früher hätte ich das niemals gemacht. Ich bin echt wagemutig. Mutig wie eine Waage. eher doof wie ein... Sollte normalerweise funktionieren. Was ist da los? Das ist, glaube ich, der meistgesagte Satz in Satisfactory. Ja, genau. Sollte eigentlich funktionieren. Aber was ist da los? Naja, was ist da los? Was wird da wohl los sein? Ein Denkfehler ist da los. Funktioniert nicht. Oh, Alter, ich laufe hier voll in die Gegend, wo ich gar nicht hin soll. Warum geht das nicht? Es ist doch eingeschalten. Ja, Entschuldigung. Ich kann da nichts dafür. Leute! Ah, nö! Da brüllt er mir hier ins Ohr. Der Horst. So, soll ich da jetzt runterspringen? Sag's mir mal ganz schnell, Leite von Heite. Soll ich da runterspringen oder soll ich es lieber sein lassen? Ja, für solche Fälle wäre wirklich Streaming richtig hier. Na, schauen, ob das funktioniert. Schrauben herstellen. Komm raus, Schrauben, komm raus. Jawohl. Schrauben werden hergestellt. Ja, werden sie jetzt? Jawohl, das ist super. Funktioniert, Leute, fertig. Gut, dann hast du ja für heute schon mal dein Pensum getan. Denn das sehr war cool. Eigentlich das, was für heute sein sollte. Ach, Alter. Es ist alles fertig. Schrauben werden eingelagert. Ja, und ich werde hier gerade gleich. Ich werde gleich, glaube ich, ich werde, glaube ich, gleich getötet. Weggetötet. Der Onkel wird weggetötet. Leute, so, also ich würde mal sagen, da haben wir das fertig. Jetzt will ich das Ganze ein bisschen verschönern. Indem ich Bodenplatten lege. Ja. Ja, das möchte ich auch. Aber jetzt schaue ich mir mal, was der Honk so Schönes treibt. Was der Honk hier Schönes treibt, kommt besser nicht in die Gegend, wo ich hier bin. Was? Warum ohne mich, Honk? Warum ohne mich? Ja, also kannst ja hinterherkommen, aber ich übernehme keine Verantwortung für dein geschätztes Dasein. Es ist. Leute, ich muss hier was machen. Ja, du kannst auch hierher kommen. Hier ist es sehr schön, hier ist es sehr sandig. Ich habe genug zum Essen, Leute. Ich habe so viel zum Essen. Ich habe die Nüsse noch und nöcher, echt jetzt. Wie viele hast du? 24 Stück noch. Ich habe 72. Was? 72 und 22 Beeren. Was führst du auf, Tobias? Aha, der Tobi randaliert wieder. Ja. Sag dem Tobi mal, er soll mal Alt F4 drücken. Tobias, drück mal Alt F4. Nein, sicher nicht, hat er gesagt. oder Steuerung Alt entfernen. Das hat er auch schon mal gemacht, den Fehler. Damals. Ja. Das war vor 2-3 Jahren. Sag mal dem Tobi, er soll mal die C-Festplatte formatieren. Genau, ja. Ja, genau. Die IP-Adresse 127.001 hacken. Localhost. Ja, da hackt er sich selber. Ja, ja. Wo bist du? Das gab's ja mal. Ah, ich sollte da gar nicht hingehen. Aber du bist irgendwo. Oh, ein Spucker. Ein Spucker. Ja, liebe Leute, der Honk ist schon wieder irgendwo. Ich trau mich hier nicht nachgehen. Der Honk ist der lebensmüde. Leute. Na, die nächste Folge ist schon wieder rum. Wir sind schon in Folge 14. Das ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So. Es kommt kommende Woche schon eine 7. Folge raus. Dann so, auch noch unter der Woche die 8. schätze ich mal. Also es geht zack, zack, zack. So, Spuckermann ist tot. Ach ja. Ah, du machst jetzt ja doch 3 Videos wieder am Tag, oder? Ab und zu. Also alle 2 Tage. Alle 2 Tage 3 Videos, okay. Ja, hab ich schon mitbekommen, ja. Ja. Super, top. Aber das ist ganz und gar nicht versprochen, dass das so bleibt. Das ist halt nur momentan.
Also ich bin zufrieden mit meiner Maschinerie, da läuft alles. Wir haben Schrauben, wir haben Eisenstangen, wir haben Eisenplatten. Leute, super.